wie alles entsteht und wie, wo wirklich diese magischen Codes sind, die du dir irgendwo kaufen willst, die du irgendwo lernen willst, wo diese Logins sind. Warum ist es bei manchen so und warum ist es bei manchen nicht so? Warum ist es bei mir nicht so? Diese Frage, die du dir immer den ganzen Tag stellst, die musst du von Grund auf beantworten und klarstellen. Der magische Code bin ich. So, Punkt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das bin ich. Ich bin das, weil ich hier geboren bin als energetisches Wesen. Und aus mir entsteht auf magische Art und Weise das Außen, die äußere Realität. Aber so magisch ist es gar nicht. Die Magie ist, weil ich es mir vorstelle. Zwar nicht haarklein, wenn ich jetzt da rausschaue. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass da jetzt die Fahnen orange sind und so weiter und so fort, wie das genau aussieht, wo ich gesagt habe, ich will nach Mykonos, weil hier gibt es Wind. Aber ich habe mir vorgestellt, ein Hotel direkt am Strand, wo ich vom Bett auf mein Brett kann. So. Das habe ich mir vorgestellt. Das war in meiner Vorstellung, bevor ich hierher kam. So wollte ich das haben. Das ist ein ganz, ganz kleines Beispiel. Aber wir haben und muss bewusst sein, dass wir ganz klare Vorstellungen haben von Dingen, die wir wollen und Dinge, die wir nicht wollen. Aber es ist uns sonnenklar. Und je nachdem, was wir für möglicher halten, was wir glauben, was wirklich möglich ist, was für uns möglich ist, das kriegen wir. Also entweder das, was wir befürchten, wovor wir Angst haben, oder halt das, was uns begeistert und worauf wir Lust haben. Dualität heißt, zwei Sachen stehen zur Auswahl. Das, was wir nicht wollen und das, was wir wollen. Das ist Dualität. Und die Magie dahinter, das Login, der Code, der Secret, die Heilung ist, dass ich in der Mitte von diesen zwei Sachen stehe. Ja, Christus, Jesus Christus, dieses Sinnbild, dieses Sinnbild eines Divine Design, perfekten, in seiner Kraft stehenden Menschen. Da ist so das Kreuz. Und ich bin in der Mitte, wie ein Schmetterling mit Flügeln und dann die Raupe. Und es gibt so viele Sinnbilder in diese Richtung. Und das ist die Magie. Aber ich muss es verstehen. Es bin ich. Ich bin immer dabei. Ich bin immer involviert. Ich bin immer die einzige Kraft, die einzige Power, die einzige gemeinsame Nenner. Schaue ich nach links, identifiziere ich mich mit den Dingen, die ich nicht haben will, habe ich eine Welt, eine Realität voll von Dingen, die ich nicht haben will. Schaue ich nach rechts, habe ich eine Welt, eine Realität voll von Dingen, die ich haben will. Und meine magische Heilkraft, mein magischer Code ist mein Wille, mich dahin zu orientieren, wo ich leben will, in diese Realität mit meiner Vorstellungskraft und die entsprechende Identifizierung meines Seins, meines Selbst, meines Selbstkonzeptes daraus zu ziehen. Also bin ich ein armer Schlucker, ein armer Mensch, habe nichts, bin immer alleine, bin nicht geliebt, bin im Mangel. Wenn ich daraus, aus einer Realität, die ich sehe, die mir zur Verfügung steht, es stehen mir unendlich viele Realitäten zur Verfügung. Es steht mir die Realität zur Verfügung, wo Mangel herrscht. Es steht mir die Realität zur Verfügung, wo Trauer herrscht, wo Ablehnung herrscht, wo ich bin nicht gut genug herrscht. Ich sehe es überall. Diese Realität
gibt es, aber muss ich mich damit identifizieren? Nein, weil ich habe freien Willen. Ich habe freien Willen. Ich kann wählen. Also kann ich mich identifizieren, womit ich will. Warum glaube ich, dass ich nicht freien Willen habe? Warum glaube ich, ich müsste mich mit meiner Vergangenheit, mit meiner Herkunft, mit meinen Schmerzen, mit meinen Eltern, mit meinem Umfeld, mit meinen vergangenen Geschichten identifizieren? Weil es alle machen. Alle erzählen Geschichten über ihre Vergangenheit und identifizieren sich darüber. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du jemand Neues kennenlernst, dass du ihm dann erzählst von deiner Vergangenheit, dass du dann erzählst, wie du aufgewachsen bist, dass du dann erzählst, was du erlebt hast, dass du dann erzählst, damit du machst das, damit dieses neue Gegenüber dich kennenlernt. Ja, das machen wir. Wir sind so aufgezogen, wir sind so erzogen. Wir erzählen, wer wir sind. Wo überall wir hinkommen, erzählen wir, wer wir sind. Wir werden auch gefragt, wo kommst du her? Wo kommst du her? Das hat mich mein Leben lang aufgeregt. Ist doch völlig unerheblich, wo ich herkomme. Interessant, spannend, wunderschön ist doch, wo will ich hin? Wie will ich mein Leben leben? Was will ich in meinem Leben erleben? Was ist mir wichtig? Was begeistert mich? Was ist meine Passion? Aber nein, ich finde es viel wichtiger, mich über meine Vergangenheit zu identifizieren. Mich darüber zu identifizieren, wie ich verletzt worden bin, wie ich abgelehnt worden bin, wie ich ungewollt war. Das ist auch im Marketing so. Leute, wie schlimm ist es gewesen und wie habe ich mich schwer befreit? Und alle sind super beeindruckt davon, von diesen Befreiungsgeschichten, von diesen Wundergeschichten. Und jeder denkt, es liegt an dem Weg der Geschichte. Aber es liegt nur daran, dass diese Person sich erlaubt hat, sich mit etwas anderem, sich etwas Neuem zu identifizieren. Dass diese Person Stein und Bein entschlossen war und entschlossen blieb, nicht mehr diese vergangene Geschichte, diese vergangene Identifizierung in die Zukunft zu tragen. Und zwar, weil sie es wollte, diese Person, weil du es willst. Du entscheidest nicht, weil es so gut ist oder weil du so wertvoll bist und was weiß ich nicht was. Das bist du. Du bist wertvoll, du bist gut, du bist toll, du bist wichtig. Du bist das Universum, du bist göttlich, du bist Divine Design. Du bist aus der höchsten, perfektesten Idee entstanden. Aber das brauchst du nicht als Entschuldigung oder als Erlaubnisgeber, dein geilstes, schönstes, erfülltes, fülligstes, bestes Leben zu leben. Da braucht es gar nichts dafür. Aber dein Kopf will die ganze Zeit sich rechtfertigen, warum er diese Scheiße nicht mehr leben und glauben und kreieren und generieren möchte. Und die beste Rechtfertigung dafür ist, weil ich der Schöpfer bin, weil ich sage, was generiert wird, was ausgedrückt wird, was outgepusht wird, was materialisiert wird, was manifestiert wird, weil ich die schönsten Dinge manifestiere. Und da gibt es unendlich viele und ich manifestiere sie aus meinem Geschmack. Und sie sind Divine Design. Egal was es ist, in welchem Lebensbereich, ich weiß, dass wenn ich es nicht aus Mangel und aus Vergangenheit und aus Human Design und aus es muss so sein und aus Regeln entscheide, wie ich es haben will, wie es für mich schön ist, dann ist es wunderbar. Ich brauche keine Entschuldigung, ich brauche keine Erlaubnis. Ich bin als Erlaubnis geboren. Ich bin mit der Macht und der Kraft geboren, zu manifestieren, zu schöpfen, erschaffen, zu generieren und kreieren. Ich bin mit der Power und der
Energie geboren, dass sich Dinge durch mich materialisieren. Also liegt es an mir, dass ich nicht mehr diesen ganzen menschlichen, einschränkenden, nicht energetischen, sondern materiellen Kram glaube und dieses Denken lebe. Um zu. Energie scheint nicht, um dich glücklich zu machen. Energie scheint nicht, um dich klein zu machen. Energie ist. Und du bist Energie, also bist du. Bist du das Dunkle, wenn du das wählst? Bist du das Leid? Bist du den Schmerz? Bist du die Vergangenheit? Oder bist du die Sonne, das Licht, die Freude, die Begeisterung, die Perfektion, die absolute Ordnung? Du hast die Wahl. Du bist dual. Du hast die Wahl, dich über deinen Körper, über dein Fleisch zu identifizieren, über deine Vergangenheit, über deine Kindheit, über die bösen Menschen, die dich als Kind immer abgelehnt haben, die bösen Eltern, die bösen Lehrer, die bösen Gesellschaft, die dich unterstützt und die krank macht und die einschränkt und die sollte doch anders sein. Aber sie wird nur anders, wenn du für dich, wenn jeder Mensch für sich erkennt, Klarheit kriegt, erkennt, wie Energie funktioniert, erkennt, wer er wirklich ist und du bist alleine. Das ist schon mal sonnenklar. Wenn du ein Ding hast mit alleine sein, wenn du irgendjemanden als Beschützer brauchst, entmachtest du dich. Fakt. Machst du dich zum Menschen, zum Marionette. Und jeder darf das. Jeder darf das wählen. Aber wenn in dir dein Divine Design so laut schreit und das nicht mehr wählen möchte und auch nicht mehr leben möchte, weil du weißt, ich muss es gar nicht und es ist eigentlich gar nicht so angenehm in diesen Abhängigkeiten, in diesem Umzu, um mich sicher zu fühlen, brauche ich jemanden an meiner Seite. Um mich geliebt zu fühlen, brauche ich jemanden an meiner Seite. Um mich reich zu fühlen, brauche ich jemanden an meiner Seite. Brauche ich jemanden Geld an meiner Seite. Und ich kann das alles haben, diesen jemanden und dieses Geld und dieses Haus und alles. Aber mir muss es klar sein, dass es andersrum geht, dass ich erst die bin, die ich wirklich bin. Und dann habe ich alle an meiner Seite, inklusive Geld. Dann habe ich den Partner an meiner Seite. Dann habe ich das Geld auf der Seite. Dann habe ich die ganze Unterstützung dieses Lebens auf meiner Seite. Aber es kommt nicht von außen zu mir. Weil ich so gut bin, weil ich Umzus gemacht habe, weil ich Umzugsstrategien umgesetzt habe, sondern weil ich weiß, wer ich bin und es nicht erlaube, irgendeinem Hirnfurz von mir, weil alles ist ein Spiegel, eine Reflexion, es sind alles meine Hirnfürze, mir zu sagen, ich bin jemand anders, als dass ich bin. Und ich brauche eine Erlaubnis. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche das von mir selber. Alles ist in mir und alles bin ich. Ich bin mein Number One Unterstützer. Ich bin mein Number One Liebhaber. Ich bin mein Number One Wertschätzer. Und das mache ich mit absoluter, hundertprozentiger Integrität. Und ich lasse mich da nicht abbringen. Durch andere Lehren, durch anderes Blabla, durch andere Ansichten. Das ist nicht meine Realität. Es ist Realität, aber nicht meine Realität. Ich muss nicht in allen unendlichen Realitäten rumtanzen.
Ich darf tatsächlich mit die Realität wählen, die für mich Well-Feeling ist. So heißt meine Firma, deswegen heißt sie so. My Well-Feeling. Es gibt gar nicht auf Englisch das Wort, das weiß ich, das heißt Well-Being. Aber ich wollte etwas Spezielles, deswegen ist es My Well-Feeling. Es ist meins, meins. Und du würdest dich wahrscheinlich nicht wohlfühlen, wenn du hier bei 25 Knoten eine Woche lang im Wind deinen Urlaub verbringen würdest. Ich schon. Ich liebe das. Das ist my well-feeling, aber das hat nichts damit zu tun, was ich arbeite, was ich morgen mache, was ich nächste Woche mache, mit wem ich arbeite, was mein Job ist, was meine Firma ist, was ich in die Welt rausbringe, was ich verkörpere. Das ist unerheblich. Und dieses Denken immer wieder zu schauen, was machen andere Leute, wie leben andere Leute, was fahren andere Leute für ein Auto, in was leben sie für Häuser und so weiter und so fort. Das sind Geschichten. Und deine eigene Geschichte wird durch dich hindurch geschrieben. Aber nicht, weil du ein Haus willst, weil du ein Auto willst, weil du reich sein willst, sondern weil du es bist, weil du es schon bist, weil alles jetzt schon da ist, weil Zeit kein Faktor ist, sondern Energie keine Zeit kennt. Energie kennt keinen Ort, Energie ist überall. Energie kennt keine Bedingung. Energie ist on oder off. So wie du es möchtest. Aber grundsätzlich ist sie on. Und das ist es. Du musst es begreifen, dass du Energie bist. Du musst deinem Kopf sagen, wie Energie funktioniert. Energie stellt keine Fragen. Energie hat keine Logik. Energie denkt nicht in Zusammenhängen. Und wenn du dir das vorstellen musst, die Sonne, die denkt doch nicht, die scheint. Und wenn sie verdeckt wird, dann ist es der Sonne scheißegal, die scheint immer noch. Und so bist du, so sind wir gedacht, wir sind genau so. Und wir dürfen genau so leben. Aber wir müssen aufhören, diesen analytischen Quatsch, diese Programmierungen, diese Zusammenhänge weiterzutragen. Das Leben ist so einfach, ja, es ist so einfach. Aber diese einfache Sprache hat niemand gelernt, außer irgendwie Computerspezialisten, aber sie wenden die Sprache nicht in ihrem Leben ein. Es ist binär, 0 und 1, ja oder nein. Das will ich, das bin ich, das gefällt mir, das begeistert mich, ja, 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 ja. Und darin lebe ich, nein, 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 nein. Nicht meins, nicht meins, nicht meins, nicht meins, nicht meins, nicht meins. Was ist so schwer an nicht meins? Ich sag's dir. Was ist so schwer an nicht meins? Ja, aber die haben gesagt, und so ist es doch, und das ist doch ein Zusammenhang, und da brauche ich doch noch ein Umzu. Und dann kommt ein Riesengeschwader, und du denkst, oh, doch meins? Nein, nicht meins. Nicht meins, nicht meine Realität. Nein. Und was ist so schwierig daran, Nein zu sagen? Du glaubst doch tatsächlich, du sagst zu einer Person Nein oder du lehnst eine Person ab oder du machst etwas schlecht. Aber du wählst einfach nur. Nein, danke. Nein, danke. Da braucht keine Geschichte dahinter sein. Ja, wenn ich aber jetzt Nein sage, dann will der mich nicht, dann mag der mich nicht oder die findet mich dann blöd und bla bla bla. Nein, da ist nichts, da ist keine Geschichte dahinter. Hinter deiner Wahl ist keine Geschichte. Wie wäre es, wenn du dir das merkst? Hinter deiner Wahl ist keine Geschichte. Es braucht keine Geschichte zu deiner Wahl. Du kannst eine Geschichte draus machen, weil deine Geschichte die Manifestation quasi in Stein meißelt, manifest macht, hart macht. Aber im Prinzip brauchst du keine Geschichte, du kannst einfach nur da sitzen. Ja, nein, schön, will ich nicht,
Ja, nein. So könntest du dein ganzes Leben lang sein. Aber so musst du erstmal mit dir selber sein. Du brauchst dieses Management. Du brauchst dieses Management, um deinen Geist eine neue Sprache beizubringen, um ihn neu zu trainieren. Wenn dein Geist einen Trigger hat und aus diesem Trigger eine Geschichte entweder aus seiner Vergangenheit rauszieht oder aus der Vergangenheit von jemand anderem rauszieht, weil so passiert es immer, sagst du, nein, das ist nicht die Geschichte, die ich wähle. Das ist nicht meine Geschichte. Ja, aber der und der hat es dann auch da und da erlebt und so und so und so ist das doch dann passiert und womöglich passiert es mir auch. Nein, das passiert dir nicht, wenn du nicht weißt, dass es deine Geschichte ist. Und das ist so wichtig beim Angstmanagement, das ist so wichtig beim Manifestieren, beim Zukunft kreieren, dass du schaust, welche Geschichte ist gerade hier am Start. Weil diese Geschichte gibt dir eine Identifikation, ob du es willst oder nicht. Du identifizierst dich immer im Zusammenhang mit einer Geschichte, die du glaubst. Und deswegen sind Geschichten so wichtig. Deswegen ist es ja auch so ein geiles Marketing-Tool. Deswegen verkaufen wir alle so super toll über Geschichten, weil du dich sofort damit identifizierst. Und dann irgendwas kaufst, was du eigentlich gar nicht brauchen würdest, wenn du diesen Job hier machen würdest, und zwar in deine Master-Manifestationskraft, in dein Ich Bin, eintreten würdest, müsstest du nicht Zeugs kaufen, weil dir Menschen Geschichten erzählen und du dich mit einer Geschichte identifizierst. Upsi, das war die Maus. Das ist diese Verkaufspsychologie, aber die funktioniert eben nur in diesem verdammten Human Design Denken. Ich traue mich zu sagen, dass 80% unserer Wirtschaft tot wären, wenn plötzlich alle Divine Design energetisch lernen, denken zu lernen, anfangen würden. Ich kaufe keinen Bullshit mehr, weil ich mich mit einer Mangelgeschichte identifiziere. Ich kaufe auch keinen Bullshit, weil ich mich mit einer Reichtumsfülle-Geschichte identifiziere. Ich bin erfüllt und ich kaufe und ich konsumiere etwas, was mit meiner Erfüllung matcht, was mit meinem Erleben, was ich erleben möchte aus meiner Identität raus, matcht, genauso wie jetzt, vom Bett aufs Brett. Das will ich haben. Das matcht. Ich brauche das überhaupt nicht. Logisch brauche ich es nicht. Ich will es haben. Es macht mir Spaß. Es freut mich. Es erfreut mich. Aber ich bin nicht unerfreut, wenn ich es nicht mache. Und genau um das geht's. Und das ist auch dieses Video, was ich gemacht habe über das Coaching und alles. Wenn du nicht in Geschichten einsteigen würdest und dich mit Geschichten identifizieren würdest und nicht glauben würdest, dass diese Geschichte dieser anderen Person für dich der Erlaubnisgeber ist, dir selber eine neue Geschichte zu schreiben, weil diese Person sich eine neue Geschichte geschrieben hat, könntest du diesen Umweg auslassen und einfach sofort lernen, deine eigene Geschichte zu schreiben. So wie sie dir gefällt, so wie du findest, wow, das entspricht meinem Divine Design, das entspricht meinem persönlichen Duft, meinem persönlichen Parfüm. So ist meine Geschichte, das ist mein Leben, das ist meine Lebensgeschichte. Ich schreibe sie und ich lebe sie und ich identifiziere mich da draus und ich brauche niemand anders Geschichten. Ich mache das selber. Und dann kaufst du Coachings, Unterstützungen, Reisen, Retreats, Autos, Häuser, weil sie zu dir passen, weil es ein Match für dich ist. Und nicht, weil du in das Leben, in das Universum, in die Welt, ja, Marketing-Ding ist ja auch oft so, komm in meine Welt, komm ins Divine Design, komm in deine Welt, komm in dein Divine Design, mach deine Welt, das ist das, was stimmt und was wahrhaftig ist.
Du musst nicht lernen, wie es in meiner Welt funktioniert, sondern du musst lernen, wie es in deiner Divine Welt funktioniert. Wir sind alle eins, wir sind alle göttlich, wir sind alle Divine Design, wir kommen alle aus der gleichen Quelle, mit der gleichen Kraft und mit gleichen Power. Aber wir haben auch alle diesen verdammten analytischen Ego-Mind, der uns Bullshit erzählt, dass der da draußen sitzt und dass es tatsächlich Leute, Gurus und so weiter gibt, die das toll haben und die tolle Strategien haben und so weiter und so fort, die ich von denen lernen muss. Du musst von niemandem lernen. Du musst lernen, wie Divine Design Creation Manifestation funktioniert. Das Prinzip, was es heißt, so ein energetisches Wesen bist, dass du Schöpfer, Heiler, Generator deines Universums bist. Das musst du lernen. Aber nicht in meiner Welt. Das ist unsere Welt, die funktioniert halt so. Das sind die Regeln der Energie. Das sind die Regeln der Energie. Das sind die Regeln der Schöpfung. Das sind die Regeln der absolut göttlichen Perfektion. So. Und ich lebe die in meiner Welt, so wie es mir gefällt. Und ich möchte, dass du sie in deiner Welt so lebst, wie es dir gefällt. Und darum geht's doch. Aber solange du und mit dir diese halbe Welt da draußen irgendetwas nachjagt, was scheinbar etwa jemand anders kann oder dass das der Weg ist. Es gibt keinen Weg. Wie soll es denn einen verdammten Weg geben, wenn alles jetzt ist? Es gibt nur deine Transformation. Es gibt nur dein Denken. Es gibt nur das, wie du aus deinem bedingten Denken, wie du dich da rausbringst in das bedingungslose Denken. Das gibt es. Das ist für dich zu tun und zu finden, wie du dich managen kannst, wie du dabei bleibst, wer du in Wahrheit bist, wie du dich immer wieder daran erinnerst, dass du die verdammte Kupplung drücken musst, wenn du den Gang wechselst, dass du dich daran erinnerst. Wieso komme ich jetzt auf diese Idee? Weil ich ja auch schon ewig lang Automaten habe. Automaten, guten Morgen. Ja, das freut mich. Ich war so inspiriert, auch von Rising Up, weil da immer wieder diese Sachen kommen. Ja, die Idee war, ich habe ja Automatikauto und jetzt hier mein Mietwagen ist geschalten. Die haben alle schon gefragt, können Sie schalten? Und ich sage, logisch kann ich schalten. Hallo? Ich komme aus einem Zeitalter, da gab es nur Schaltautos. Klar kann ich Schaltauto fahren. Also, und dann habe ich aber tatsächlich gemerkt, dass ich erstmal wieder meinem Verstand sagen muss, wenn du den Gang wechseln willst, kuppeln. Und das Auto ist gar nicht angesprungen, ohne dass ich Bremse und Kupplung gleichzeitig getan habe. Und ich so, und es ging nicht. Kupplung gibt es ja auch noch. Und so ungefähr genauso ist es, ja. Wenn wir ein ganzes Leben lang Automat gefahren sind, so wie es halt die ganze Welt macht. Und plötzlich fällt uns wieder ein, scheiße, ich bin Divine Design. Ich muss kuppeln. Und dann kann ich den Gang wechseln. Level up, rising up, rising up, rising up, immer mehr weiter. Also in diesem Sinne, ihr müsst es verstehen. Nicht Bewusstseinsarbeit, Om Shanti. Bewusstsein ist da, es ist alles da, es ist gegeben. Das einzige Nadelöhr ist unser Denker, unser Verstand und der muss begreifen. Und wir sind dazu da, um ihm beizubringen, wie das Leben funktioniert, beizubringen, wie Manifestation funktioniert, beizubringen, wer wir sind. Aber es gibt keine Lernaufgaben von außen, die uns quälen oder beeinträchtigen oder klein machen oder innere Kinder zum Vorschein bringen. Wenn ich mich aber verhalte wie ein inneres Kind und eben in diesem Automatikmodus wie so ein kleines Kind durch die Welt fahren, das Zeug ist nicht da, was ich will. Ja, und ich mir selber immer noch sage, du bist ein Kind, du bist nicht gut genug und du kannst es nicht und du musst erst wachsen. Und nein, Mensch, ich bin erwachsen. Ich bin in meiner Kraft, ich bin in meiner Power, ich bin aufgewacht. Es ist mir sonnenklar, wie alles hier funktioniert und ich halte mich daran. Ich denke und ich handle so.
Und ich mache mich nicht mehr zu diesem kleinen Human Design, inneren Kind, whatsoever, da alles noch für Strategien und Geschichten, mit denen du dich noch identifizieren willst, am Start sind. Schmeiß sie bitte alle in die Tonne. Du bist keine Geschichte. Du bist keine Zukunft. Du bist du und mehr brauchst du nicht zu sein. Und ich hoffe, dass du dich jetzt wirklich hier inspiriert fühlst heute Morgen und dich daran hältst. So denke ich, so coach ich. Es ist nicht meine Welt, es ist unsere Welt, es ist die Divine Design Welt, es ist die göttliche Welt. Und Rising Up ist dein Trainingsplatz für das, dass du nicht wieder in die falsche Welt abdriftest, in die Welt von irgendwelchen anderen Einschränkungen und Geschichten, sondern dass du dich ermächtigst, deine eigene Geschichte zu schreiben und dich daraus zu identifizieren. Nur du, nur du. Es muss nur du sein, weil du bist die Einzige, die irgendetwas sieht, denkt, wahrnimmt und sich vorstellt in deinem Leben. Also ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Bitte teilen. Es ist so wichtig, dass die Menschen endlich die Wahrheit wissen, wer sie wirklich sind. Und dann hört dieser ganze Kram da draußen und diese ganze Abhängigkeit super, super schnell auf. Also wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.